Ich glaube, es ist das Ziel aller, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben und dass alle dieselben Chancen haben. Aber es ist eine andere Frage, wie man repräsentiert wird. Also bitte schauen wir uns den Bundestag an. Ich glaube nicht, dass wir da bald Quoten bekommen, die wirklich auch den Hautfarben, Geschlechtern und religiösen Zugehörigkeiten entsprechen. Und das ist gut so. Es kommt nämlich darauf an, was ein Mensch im Kopf hat und nicht, was seine äußeren Merkmale sind. Und ich finde, auf diese ganz einfache Wahrheit sollte man sich auch einigen. Wäre für Sie auch okay, wenn nur Männer im Parlament wären heute noch? Absolut. Wäre okay. Na gut, dann ist okay. Dann müssen wir auch nicht weiter diskutieren. Okay wäre, wenn auch Männer in der Gesellschaft nur im Parlament sind, die gewischt ist, dann ist es ja eine Setzung, die hat mit Demokratie nichts zu tun. Das haben wir ja vor 100 Jahren erstritten. Darüber müssen wir heute ja nicht streiten. Das stimmt nicht. Wir haben vor 100 Jahren erstritten, dass Frauen dieselben Rechte haben, aber wirklich auch gewählt werden können. Sollte sich ergeben, dass nur Männer antreten, die meine Ansichten vertreten, dann würde ich einen Mann wählen. Alter weißer Mann genauso vertreten wie eine junge schwarze Frau. Es ist mir tatsächlich egal und das sollte es auch sein.